Fußballspiel im Düsseldorfer Rheinstadion. Ne? Es waren mal schöne Zeiten, als die Alofs-Brüder da noch spielten. Da denkt manch ein Fan wehmütig dran zurück. Bevor wir jetzt ganz wehmütig werden und Tränen vergießen, gucken wir uns an das Spiel vom heutigen Tag. Düsseldorf gegen Essen. Und zum Abschied nochmal eine Rekordkulisse für die Regionalliga, fast wie in guten alten Zeiten. Heute kamen knapp 22.000 Zuschauer zum letzten Auftritt der Fortuna im Rheinstadion. Im Sommer kommen die Abrissbagger und in 2 Jahren soll hier eine Multifunktionsarena entstehen. Da wäre es doch zu schade, wenn die Fortuna in die Oberliga stürzen würde. Und in der Winterpause kamen nochmal 2 neue, Milan Strelec, ein 29-jähriger Slowake, seines Zeichens Stürmer, und fürs Mittelfeld Robert Nistroy, ein Mann mit Zweitligaerfahrung. Es soll das Offensivspiel der Düsseldorfer ankurbeln. Bei Rot-Weiß Essen kann Harry Pless personell aus dem Vollen schöpfen. Nur Sascha Wolf musste wegen einer Muskelverletzung passen. Für ihn spielte Beicht. Die erste Möglichkeit für die Gäste, Freistoß Erwin Kuhn, und Marco Bitzer im Düsseldorfer Tor erhielt wieder den Vorzug vor Dennis Protzka. Die erste Offensivaktion der Fortuna erst nach gut einer Viertelstunde. Michael Hopp. Und in der Mitte Meier, was für eine Möglichkeit für Frank Meier. Entsetzen bei den Düsseldorfer Fans. Ja, so richtig tollen Fußball bekamen die Zuschauer nicht gerade geboten. Erst nach über einer halben Stunde wieder eine sehenswerte Szene. Milan Strelec, er zeigte einige Male seine Fähigkeiten. Und auf Deutsch übersetzt heißt Strelec ja auch der Schütze. Aber wieder Endstation bei Christoph Müller, dem bis dahin besten Essener. Fortuna-Coach Tim Kamp wäre heute mit einem Punkt zufrieden. 0:0 zur Pause. Für die aufstiegsambitionierten Essener zählten heute natürlich nur 3 Punkte und nach dem Wechsel die Gäste auch mit deutlich mehr Offensivdrang. Unsicherheiten in der Düsseldorfer Abwehr. Kuhn, und dann rutscht Holger Karp heran. Die Führung für RWE. Gespielt waren 48 Minuten im Rheinstadion. Mangelhaftes Zweikampfverhalten bei der Fortuna im eigenen Strafraum. So ein Treffer darf nicht passieren. Aber noch genügend Zeit für die Düsseldorfer, sich hier aus diesem Stadion nicht mit einer Niederlage zu verabschieden. Und sie kämpften. Frank Meier. Aber Christoph Müller bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. Und weiter die Düsseldorfer, die kämpferisch jetzt wirklich alles gaben und sich Chancen erspielten. Der eingewechselte Kondev, Müller rettet. Aber Ganya Shito mit dem erlösenden 1:1. Das 4. Saisontor für die Nigerianer, der für Strelec zur Pause gekommen war. Ja, das hatte sich die Fortuna jetzt auch verdient. Kurz danach sah dann der Düsseldorfer Goran Vucic für dieses Foul an Kuhn die gelb-rote Karte. Und in Überzahl die Essener nochmal mit der Chance zur erneuten Führung. Der eingewechselte Markus Kaya aus dem Hinterhalt, aber Mirko Bitzer mit einer tadellosen Leistung heute Nachmittag. Ja, Harry Pless war mit einem Unentschieden hier natürlich nicht zufrieden. Dann die letzten Minuten noch einmal die Fortuna, die sich nicht hinten reinstellte. Der letzte Eckball und der letzte Kopfball im Düsseldorfer Rheinstadion. Danach war Schluss. Düsseldorf und Essen trennen sich leistungsgerecht 1:1 unentschieden. Wir dürfen weiter hoffen. Der Punkt heute kann sehr wichtig für uns sein, damit wir unser Ziel erreichen in dieser Saison. Das war's also aus dem Rheinstadion. Das nächste Heimspiel der Fortuna findet im Stadion am Flingerbräu statt. Und auch da geht der Abstiegskampf weiter.